Danke für die Fliegen. Danke für die Fliegen. Ich fühle da etwas Unheimliches, das um das Dorf auftut. Offenbar ist nicht alles Böse besiegt worden. Wenn es das Böse nicht gibt, gibt es auch das Gute nicht. Genug von dem Unsinn. Großvater fängt den Fliegenschwarm mit einem Glas und schüttelt es lächelnd. Den Kleinen geht es gut. Als nächstes bitte eine dicke Tube Zahncreme. Vorzugsweise mit Anti-Alterungstechnologie, bitte. Lasst mich raten. Plötzlich lässt irgendein zufälliges Wesen überall im Dorf Zahncremetuben fallen. Das wäre ziemlich dämlich. Gerüchteweise heißt es, dass die Eistrolle der Misttierberge wissen, wie man Premium-Zahncreme aus Steinen und Bergkräutern herstellt. Deren Abgesandter hat einen Stand in der Nähe des Risses eingerichtet. Na dann auf. Ich spreche die irgendwie immer so falsch. Da komme ich teilweise immer durcheinander. Naja. Kaufmann Saul. Hallo, mutige Abenteurer mit den gelben Zähnen. Mein Name ist Saul. Mit diesem Produkt wird euer Atem so frisch werden wie der eines Eistrolls. Ich habe davon noch auf Lager und euch mache ich einen hervorragenden Preis. Nach diesem Verkaufsgespräch nehme ich zwei davon. Als der Kaufmann euch die Produkte aushändigt, beschleicht euch das unangenehme Gefühl, umzingelt zu sein. Hey ihr! Ihr seht so aus, wie die mutigen Abenteurer, die den Riss geschlossen haben. Wir waren an dritter Stelle und hatten da schon 2 Wochen gewartet, um nach Papierwelt zu kommen. Ich wollte nur, dass ihr wisst, dass wir eure Aktionen nicht zu sehr schätzen. Egal. Oh, der Skelettkönig, gegen den man bis jetzt einmal gekämpft hat. Weil er so selten ist. Kann jemand eine Pizza bestellen? Es scheint, ihr seid in dieser Gegend nicht besonders beliebt. Aber weil ihr diese Tyrannen besiegt habt, hilft das meinem Geschäft, weswegen ich einen Vorschlag habe. Es gibt da noch eine Gruppe Raufbolde, sagt denen bitte auch, dass ihre Anwesenheit hier nicht erwünscht ist. Zeigt uns die Richtung und wir machen es. Kämpft mit den Tyrannen um die Zahncreme. Moment, was soll ich bekämpfen? Tüte 4 Vampire. Okay. Sie haben einen körperlichen Widerstand. Und setzen Schwäche ein. Das muss mir zu bedenken geben.
vielen Dank, Abenteurer. Hier, nehmt diese Tube voll strahlender Frische. Nun, da ihr die Zahncreme in eurem Toilettenbeutel verstaut habt, steht nun der lange und gefährliche Rückweg nach Anderdorf an. Da stehen immer noch die Monsterschlange und hoffen, dass der Riss wieder erscheint. Sie schauen dich böswillig an. Die können uns wahrscheinlich nicht leiden, weil wir den Riss geschlossen haben. Scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, nach Anderdorf zurückzukehren. Reisen nach Anderdorf. Die Gruppe wird angegriffen. Aha. Von einem riesigen, hässlichen Werwolf oder so. Von einem Weißen vor allem. Dank dir, dass die Premium-Zahncreme. Das ist die Premium-Zahncreme. Viel besser als ich erwartet habe. Ich glaube, ich werde meinen Wecker noch auf. Ihr müsst wissen, morgen kann ich etwas früher aufstehen, aber ich werde auf. Von 6 Uhr auf 5 Uhr. 55 stellen. Genau. Komme ich noch, so bin ich rechtzeitig dann. Unten kann so mein Frühstück machen und sowas und Kaffee trinken und sowas. Und dann komme ich auch rechtzeitig so auch mal aus dem Haus. Ja. An sowas muss ich alles denken. Zahncreme gerettet. Aber sie wäre beinahe ausgegangen. Aufgegangen im Eifer des Gefechts. Oh, einmal Vampirzähne. Plus 5 Initiative. Plus 5 kritische Effekt. Kampf Senior Tyrann. Oh, jetzt kommt die beste Stelle. Diese Stelle finde ich richtig gut. Ich brauche noch einen weiteren Gegenstand. Mir ist aber gerade entfallen, welcher. Das verstehst du, wenn du älter bist. Sag Bescheid, wenn du die letzte Zutat herausgefunden hast. Alter Tyrann. Hey, Opa! Ja, du mit den strahlenden Zähnen und den Fliegen im Glas und dem ganzen Zeug. Eine Gang älterer Monster geht auf Großvater zu, mit schädlichen Gedanken. Sie pieken ihn mit ihren Gehhilfen und den Infusionsständern. Du hast dich so zu weit von zu Hause entfernt, Oldtimer. Gib uns deine dritten Zähne und die Batterien deines Hörgerätes. Oh nein, das wird langsam ernst. Es gibt nichts Übleres und Angsteinflößenderes als aufgebrachte alte Männer. Natürlich. Da die auch so böse aussehen. Aber denkt immer dran, aufgebrachte alte Leute sind die schlimmsten, die es gibt. Vor allem ältere Damen mit Handtaschen. Wenn die einmal aufgebracht sind, dann kann euch niemand mehr retten. Und sie euch dann letztendlich noch verprügeln mit ihren Handtaschen. Ich spreche aus Erfahrung. Als der letzte alte Tyrann zu Boden geht, seht ihr, wie Großvater ihm an die Halsschlagader geht. Was? Großvater, was tust du da? Lecker. Auch wenn das Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist, erwähnte ich, dass mein Körper eine Eiseninsuffizienz hat und ich deswegen diesen Appetit auf blutigen Nachtisch entwickelt habe? Das hättest du uns sagen sollen, dann hätten wir dir Blutwurst oder sowas besorgt. Diese Infusionsständer tun echt weh. Ja, das stimmt. Zwergkaufhaus. Ektoplasma-Rotze. Nee. Wobei, doch, ich tue es ein bisschen Ektoplasma. Meine Sensoren zeigen, dass Ektoplasma der Schlüssel ist, um egal was zu jagen. Helft mir, 6 Ektoplasma von den verwunschenen Seelen einzusammeln. Ektoplasma ist der Schlüssel, aber zu was? Auf ins Maislabyrinth.
Außerdem findet ihr einen Schlüssel, found the key. Geht es euch gut? Ach, wir werden vom Monster attackiert. Ihr müsst wissen, ich habe jetzt gerade etwas Angst, wieder einem Gegner zu begegnen, dem ich schon mal mit der anderen Gruppe begegnet bin, mit der ich privat das gespielt habe. Und mal wieder nur 22 FPS. Victorie. 5 Ektoplasma, okay. Oh, weil er ein guter Meister ist, gibt er spendet uns eine Heilung. Oh. Und ein Schatz wird gefunden. Keine Sorge, es ist kein Nachtmahr. Und ein Kampf. Oh, verlorene Seelen. Da muss sich der Dings aber wahrscheinlich wieder freuen. Dieser, keine Ahnung, Typ. Oder ich denke mal Ghostbusters-Typ. Ghostbusters! Wen ruft ihr dann? Ghostbusters! Oder so ging, glaube ich, mal diese Titelmelodie. Ich habe das nie angeguckt, also kann ich das auch nie sagen. Ich kenne bloß diese Titelmelodie vom Hören her. Nein, ich will den Dungeon noch abschließen. Fliegende Grabsteine, das muss der sein. Victory. Ring der Energie. Ring der Energie. Dann hat er etwas verdient. Hier. Oh, ein Leuchtstein. Cool. Und natürlich ist es der böse Zauberer. Der irgendwo etwas schwach war. Und er gab einen Kaffeepott. Well, die waren aber auch schleimig. Ektoplasma garantiert schleimige Hände. Ektoplasma-Schlüssel. Okay. Eskorte, Piep, geleitet jemanden, okay. Person. Helden, könntet ihr uns bitte zum Riss eskortieren? Wir würden gerne nach Papierwelt zurückkehren. Na klar, holt euer Zeug, wir brechen in 5 Minuten auf. Oha, ich muss die Leute beschützen. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Schlüssel für den Riss. Schon wieder. Kampftransparenz. Key. Überbringen den Key. Person. Oh nein, ich vergaß den Schlüssel an der Rezeption abzugeben. Kein Problem, wir gehen zurück nach Anderdorf, so dass wir ihn zur Taverne bringen können. Bringt den Schlüssel zur Taverne. Und ich muss bestimmt den Schlüssel beschützen. Genau. Was ist das? Okay. Naja, egal. Wir haben es besiegt. Quest dann. Ihr macht den Wirt sehr glücklich. Sonnencreme. So, Zwergenkaufhaus. Ich finde diese Großvatersituation ein wenig verstörend. Plötzlich ist er wieder am Leben hier im Spiel, aber irgendwie untot. Hallo Abenteurer. Schön euch kennenzulernen, Ältester. Wir sind hier, um die Welt zu retten. Der Dorfältester holt eine Kristallflasche und ein paar Krüge aus seinem Rucksack. Mutige Kämpfer, lasst mich euch eine Kürbislatte spendieren, um euch von den Strapazen zu entspannen. Danke. Ihr trinkt aus, aber stattdessen ihr gestärkt seid, überkommt euch eine Benommenheit. Echt jetzt? Als ihr ohnmächtig werdet, hört ihr unheimliches Gelächter und ein immer wiederholendes Wort wie Muxoi. Muxoi. Muxoi, bleib mir weg mit Muxoi. Ich will einen W20-Wurf. Ich war immer der Letzte, der bei LAN-Partys weggepennt ist. Nein. Ihr seid bereits eingeschlafen, also seid still. Zett. Ihr wacht auf in etwas, was aussieht wie ein Kerker. Der Wirt ist auch hier. Moment, ich habe doch von dem Wirt noch diesen Schlüssel abgegeben. Wirt? An der Sache ist... Wirt! An der Sache ist doch was faul. Ja, sie haben mich hier auch eingesperrt. Das hier ist das alte Zwergkaufhaus, die schon seit Jahrhunderten verlassen ist. Das... Wo ist Großvater und wer ist diese Dame? Diese Dame ist eine Heilerin. Heilerin. Ich habe gesehen, wie ein alter Mann in die Tiefen des Kerkers geschleift worden ist. Das muss der Großvater sein, von dem ihr spracht. Ich habe auch kurz Dr. von Helsinghöher erblickt. Woher wisst ihr das alles und wie seid ihr in diesen Kerker gelangt? Ich weiß nur noch, dass mir der Dorfälteste einen Trank anbot. Als sie darüber nachdenkt, bemerkt ihr einen Spruch an der Wand. Gehorcht Muxoi. Klingelt bei dem Namen etwas? Selbstverständlich tut es das. Und ich hasse diesen Muxoi-Typen bereits. Dieser Platz fühlt sich böse an. Der Wirt besteht darauf, bald nach Hause zu müssen. Da ist nur noch dieses kleine Hindernis im Weg. Die Mumienwache, die am Eingang der Kammer herumschleicht. Oh nein, die hört sich so behindert an. Mumi Mia, Mama Mia. Ich frage mich, ob das Abendessen schon fertig ist. Ich meine, zum Angriff. Schleichende Mumienwachen. Hört sich nicht gut an.